Na, Bruger, habe ich was gehört? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust, diese Schuldeneintreibungsgeschichte hier zu machen. Das ist aber auch nicht lustig. Irgendwie macht das keinen Spaß. Dann mache ich schon wieder die Drecksarbeit für irgendwelche Hiopies. Aber das ist ja eigentlich immer das Normale. Also das ist ja das, was man hier in Risen die ganze Zeit machen muss. Hier. Ich kassiere jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld ab. Nimm mein Gold, nimm alles, aber lass mich bloß in Ruhe. Geil, danke. Okay, ich weiß aber nicht mehr, von wem ich das jetzt noch machen soll. So zwei, drei Designentscheidungen hier in diesem Spiel, das finde ich doch recht fragwürdig. Aber, naja. Hier. Rück das Schutzgeld raus, der Monat ist rum. Ja, ja, hier. Muss ja nicht gleich handgreiflich werden. Tatsächlich habe ich etwas Angst vor ihm. Immerhin ist er ja der Drunken Master, das haben wir ja schon mal festgestellt. Der ist sehr stark, also wenn ich da ein Problem habe, der haut mir auf die Fresse. Obwohl, das ist aber auch schon wieder eine Zeit her. Kann ja sein, dass es jetzt wieder anders ist. So wie bei jedem hier. Was ist? Jetzt fehlen aber noch Leute und ich habe keine Ahnung wer. Vermutlich lässt sich das auch gar nicht sagen. Hier. Schutzgeld. Da. Da. Oscar Hawkins habe ich. Enrico und Dwight habe ich auch. Doug und Louis. Oh. Wo sind denn die Sumpfbauern? Was guckst du so? Du machst das schon. Ja, du machst das schon. Danke. Wenn hier niemand an mich glaubt, Rachel glaubt an mich. Ich weiß auch nicht warum. Wenn wir Broger hier abgesetzt haben irgendwann, ne? Was passiert denn dann? Sagen die dann einfach, oh ja, willkommen im Lager. Quest abgebrochen. So wird's vermutlich laufen. Und das finde ich sehr merkwürdig. Naja, aber man soll ja auch nicht den Tag vor der Arbeit loben. So geht das nämlich nicht. Hier ist übrigens ein schöner Wachposten, der sogar noch ein bisschen besser ist, wenn man ihn auch besetzt. Aber egal, brauchen wir ja nicht. Hier ist der Wölfies. Okay, das ist ein normaler Wolf, den schaffe ich. Dafür muss ich ihn aber erstmal ein bisschen abschießen. What? Hallo. Ja. Ich habe gedacht, ein normaler Wolf, den schaffe ich. Und natürlich sind es wieder zwei, die mich auch wieder fachmännisch umkreisen, während ich mich mal ein bisschen an der Nase jucken muss hier. Das ist... Okay, Wolf 1 erledigt. Ja. Du willst keinen Stress mit mir, Kumpel. Glaub es dir. Glaube mir. Ach, da oben sind noch Leute. Ich rede zum ersten Mal mit euch. Hi, ihr kennt mich nicht, aber ich hätte gern Geld von euch. Du bist neu hier, richtig? Wie hast du das bloß erraten? Ich sehe schon. Die Jungs vom Don sind dir auch schon derbe auf die Nerven gegangen, was? Aber mach dir nichts draus. Denen ist nur langweilig. Hallo. Was machst du hier? Ich kümmere mich ums Braukraut, hier auf Roberts Hof. Sicherlich gibt es edlere Pflanzen, aber das Kraut ist sehr vielseitig. Man kann es zum Brauen von Bier verwenden. Ziemlich gutes Zeug. Die Jungs im Banditenlager werden es dir bestätigen. Außerdem lässt sich daraus ein sehr guter Tabak herstellen. Ein Tabak mit besonderen Fähigkeiten, wenn du verstehst, was ich meine. Also, ihr braut jetzt Bier aus Gras? Geht das? Bier aus Gras? Das wäre voll die Nummer. Dann wird ja hier auf dieser Welt gar keiner mehr arbeiten, jemals. Was weißt du über den Don? Zumindest so viel, dass man sich besser nicht mit dem Herrn des Banditenlagers anlegt. Doch wenn man sich hier an seine Regeln hält, hat man ein recht gutes Leben. Zugegeben, die Arbeit auf dem Feld ist nicht leicht, aber was soll's? Ja, deswegen heißt es ja auch Arbeit. Kannst du mir was von deinem Kraut oder Bier verkaufen? Klar, kannst dir ja mal ansehen, was ich sonst noch so habe. Ja, dann hau mal rein. Was? Das sind aber jetzt keine Zauberkräfte, Kumpel, ne? Ich habe Flugzeug bezahlt, ich fahre nicht mit dem Bus. Gib mir dein Schutzgeld. Wenn's unbedingt sein muss, ich will ja keinen Ärger haben, nicht wahr? Ja, so einfach geht das. Das ist hier schon so eine eingebettete Struktur und die ganzen anderen Leute sagen wie, oh, hier, Broger, Schutzgeld, nee, oh Gott, nein. Und er macht das schon, als wenn er das schon jahrelang tun würde. Wer ist Robert? Die Jungs unten im Banditenlager nennen ihn den Sumpfbauern. Ihm gehört dieses Feld. Okay, das ist gut, dann rede ich mal mit ihm. Darf ich deine Pflanzen hier klauen?
Was ist das da wieder für ein Vieh? Ist das wieder so ein Sumpf-Ernie? Hartnäckige Moorleiche. Und, oh Gott. Der hat bestimmt eine Quest für mich. Die da lautet, hau alles kaputt. Bist du gekommen, um Schutzgeld zu kassieren? Ja. Wie sieht's denn aus mit dem Schutzgeld? Was denn? Sag bloß nicht, du bist tatsächlich Brogars Handlanger. Sieht ganz so aus. Tja. Naja, du wirst sicher deine Gründe haben. Na gut, ich werde dir das Schutzgeld zahlen. Allerdings wirst du dann erstmal was für mich machen. Seit Wochen versprechen mir die Kämpfer, meinen Hof zu beschützen. Du bist jetzt einer von Brogars Männern. Also wirst du auch ihre Arbeit machen. Erledige die Moorleichen auf meinem Hof, drüben beim Wasserfall. Sie sind ziemlich hartnäckig und kommen einfach immer wieder. Erst dann reden wir über Gold. Ich kann dir auch... Ach, ich mach's einfach. Okay, ich kümmere mich um deine Moorleichen. Ach ja? Das wäre ja zu schön. Nicht Ende, hier. Ist das deine Bruchbude? Ich bin Farmer. Ich baue das Braukraut an für unser Bier hier im Sumpf. Und die Hütte ist meine bescheidene Behausung. Braukraut bleibt Braukraut. Und den Rest könnt ihr euch ausdenken. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Was gibt es über die Gegend hier zu wissen? Du bist noch nicht lange hier, was? Die Jungs im Banditenlager stehen ganz im Dienste von Don Esteban. Sie sammeln alles an Gold, was sie finden können. Der Don muss mittlerweile schon ein Vermögen in seinem Tempel da unten haben. Du arbeitest für den Don? Mein Junge, ich habe diesen Hof schon seit ich denken kann. Eines Tages kamen die Tempelruinen aus dem Boden und mit ihnen kam Don Esteban und eine ganze Menge Viehzeug. Ich habe mich arrangiert. Blieb mir auch nichts anderes übrig. Verstehst du? Ja, ich verstehe das schon gut. Woher stammt das ganze Gold, das der Don sammelt? Sie bergen es aus den alten Tempelruinen. Unglaubliche Schätze sollen dort zu finden sein. Kannst du mir beibringen, wie man Bier braut? Puh, das erfordert jahrelange Erfahrung und Grundkenntnisse in Alchemie. Die Grundkenntnisse kann ich dir beibringen. Das mit dem Bier dauert zu lange. Oh. Braukraut. Was ist das? Das Zeug, aus dem ich das Bier mache. Die meisten nennen es einfach Kraut. Es wächst gerne im Sumpf oder an Flussläufen. Aber wenn man die Augen aufhält, kann man es überall finden. Ich habe herausgefunden, wie man daraus Bier herstellen kann. Das verkaufe ich jetzt. Sogar so gut, dass ich kaum noch zum Krautsammeln komme. Taugt dein Bier was? Ha, was glaubst du, wie wild alle darauf sind? Fernab der Stadt gibt es keinen besseren Zeitvertreib für die Jungs. Was mich daran erinnert, dass die Köchin unten im Banditenlager noch auf eine Fuhre wartet. Ich muss bald runter und ihr die 10 Flaschen bringen, die ich ihr versprochen habe. Ja, gib mir mal 10 Flaschen Bier. Ich bring das schon ab. Ich kann dir helfen, das Bier abzuliefern. Würdest du das tun? Nun, da gibt es leider einen kleinen Haken. Ach was. Wieso bin ich nicht überrascht? Wegen dieses verfluchten Schutzgeldes kann ich das Bier nicht mehr umsonst abtreten. Ich muss Rachel 50 Gold dafür abnehmen, so leid es mir tut. Gib her das Zeug, ich erledige das. Sehr gut. Hier hast du mein Bier. Und vergiss nicht, ich brauche 50 Goldmünzen dafür. Klar. Und die kann ich dir nicht einfach geben? Kann ich dir beim Krautsammeln helfen? Das kannst du allerdings. Und ich bezahle gutes Gold. Für 10 Pflanzen gebe ich dir 70 Gold. Kleinere Lieferungen nehme ich nicht an. Okay, das ist ja easy. Ich habe Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Ich brauche immer wieder was von dem Zeug. Also wenn du noch mehr hast, den Preis kennst du ja. Kann ich ihm jetzt einen ziehen? Wartet mal. Wenn du die... Du wagst es, mich zu schlagen? Oh, jetzt wird's gefährlich. Guck mal, da macht hinten sogar der Sumpfläufer dann mit. Oh, Baby. Ja. Attacke! Okay, jetzt habe ich ihm eine gehauen. Und er hat 10 Kraut, 11 Kraut hat er dabei. Dann mache ich das nachher, aber ich müsste ihm theoretisch dafür einen Witz erzählen, das stimmt. Gibt es Witz, also gibt es auch Witze ohne Spruchrolle? Das wäre mal geil. Dann könnte ich hier, oh Leute,
Dann wäre ich hier der Comedian, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Alle Leute verhauen, Witz erzählen, wieder gut. So ist eigentlich, das ist das wahre Leben. So stellt Nils Ruf sich das wahre Leben vor. Aber eigentlich ist Nils Ruf ein bemitleidenswerter Lackaffe. Ja, aber Maddie, ich finde den lustig. Raus. Ich habe übrigens Ärger gekriegt von euch, weil ich gesagt habe, die AfD wäre nicht gut. Also manchmal. Erstens, das ist meine Meinung. Zweitens, wenn du die Meinung nicht auch hast, dann solltest du mal dir ein bisschen Gedanken machen. Ja. Und drittens, warum? Warum dann wieder so? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Dann macht man mal einmal einen Witz. So einen politischen Witz. Und dann kommen alle Leute an und sagen, nee. So ist das ja nicht. Das sind ja keine Nazis. Ja. Nee. Es funktioniert einfach. Ich kann alles sagen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Tja. Und ich verhau jetzt eine Moorleiche. Bist du der Einzige? Muss ich dich erledigen? Ey, Kollege! Nee, zwei Stück natürlich. Ja, egal. Oh, du siehst aus wie bei unerklärlichephänomene.de. Ach genau, und sein Kumpel kommt auch noch mit gleich. Ja. Weißt du eigentlich, wie hässlich du bist? Oh mein Gott. Ja. Wieso gegen zwei? Das ist nicht fair. So, jetzt mache ich hier die Herr-der-Ringe-Taktik. Jetzt. Während der eine sich noch hinterm Baum verläuft, kann ich schon mal hier spannen. Ich weiß. Das Leben ist eins der härtesten. Oh ja, jetzt hat er natürlich den Blocker nicht hingekriegt. Okay. Leute, das ist ein harter Fight hier. Das ist ein echt harter Fight. Okay. Headshot. Und natürlich aus der Parade gelockt. Nochmal einen Heiltrank ziehen, ist wichtig. Das ist übrigens so ein Knüppel, das tut gar nicht weh. Wenn das... Oh, Leute, macht doch mal nicht... Ah, ja, genau. Da ist mein Angriff leider ins Leere gegangen. Oh, ich habe gleich keine Heilträge mehr. Wenn das so weitergeht, macht doch nicht so einen Schwachsinn hier. Ach, drei hartnäckige Moorleichen müssen das sein. Ich habe jetzt hier nur zwei gefunden. Siehst du, 1 gegen 1, das ist hier kein Problem. Da geht das. Aber 2 gegen 1 ist schon feige. Das ist feige. Und deswegen werde ich deinen Kollegen hier erstmal abschießen. Los, Predator, komm her! So macht man sich übrigens einen Tunnel. Genau so funktioniert das. Und er ist hier der Meister. Er ist der Meister. Er ist der Kampfsportmeister. Deswegen hat er erst auch nicht mitgekämpft. Er wollte sich selber so diesen Endgegner-Moment geben. Schon wieder ein Heiltrank. Ja, es ist egal. Ich krieg das hin. So, Mr. Miyagi. Dann hau mal rein. Ja. Da bin ich gut zur Seite. Ja. Und weg ist er. Die Moorleichen erledigt. Ich gehe trotzdem nochmal in die Ecke. Vielleicht ist da ja noch was. Wer weiß. Ja, hier ist ganz viel Wasser. Aber sonst gibt's hier nichts. Das ist auch eine Hütte hier, ne? Er sagt, er wohnt hier schon seit x-tausend Jahren, aber meinst du, der hat die irgendwann mal fertig gebaut? Nee. Ein alter Nachbar von mir, der hat auch. Der hat noch nicht mal die Räume verputzt, der hat dann nur nackten Stein. Und auch keine... Das sollten eigentlich zwei Geschosse werden, aber ist nur eins und nach oben offen. Ey, der muss sich doch totheizen da drin. Die hartnäckigen Moorleichen auf deinem Hof sind erledigt. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, welchen Dienst du mir damit erwiesen hast. Ich danke dir. Nimm dies als Anerkennung von mir. Hier, Schutzgeld. Gibst du mir jetzt das Schutzgeld für die Kämpfer? Hier. Hoffentlich habe ich damit erstmal meine Ruhe. So läuft es. So, dann ich glaube, ich habe da nur noch irgendeinen zu erledigen, der da irgendwo im Sumpf rumeiert. Wo ich auch keine Ahnung habe, wo genau. Obwohl, wer ist er denn da oben? Hey du, gib mir 30 Euro und wir sind quitt. Alles klar bei dir?
Mach dich nützlich. Clay. Clay ist schon ein harter Typ. Ich sehe den zum ersten Mal, denke ich mir gerade, aber ich bin mir sicher, den hätte ich eigentlich schon kennen müssen. Oh ne, was ist da oben? Stachelratten. Ich würde ja gerne mal gucken, aber das ist ein bisschen zu gefährlich mit den Stachelratten. Ihr wisst ja, wie die abgehen, ne? Die Jungs, die sind nicht zu unterschätzen. Okay, Attacke. Am liebsten würde ich... Da, genau, dieses Sonic-Angriff hier. Genau das ist das, was ich so unfair finde hier. Sonic. Das ist hier wie von Hibari sind die. Ja, da muss man auch aufpassen. Wolkenattribut. Vermehrung. Wenn du nur Oger heißt, ne, dann bist du bestimmt böse, oder? Kann ich mit dir reden? Hallo? Ja, okay. Warum frage ich eigentlich? Alter Schwede. Ja, das ist falsche Nachbarschaft hier. Falsche Nachbarschaft. Und beim nächsten Mal gehen wir wieder in die richtige Nachbarschaft. Wie sieht's aus, Leute? Bleiben Sie uns gewogen. Wieso habe ich hier eigentlich zwei Gamepads rumliegen? Bloß weg von dem Oger. Macht's gut. Tschüss.